Ja, so macht das natürlich Bock, wenn ihr direkt die Brocken reinballern am Koori und das auf viel zu kleinem Setup. Dann geht's hier richtig heiß zur Sache und ich bin sehr gespannt, was es ist. Es sah sehr länglich aus und ich habe schon gehofft oder befürchtet, dass es vielleicht ein Hecht ist, aber er zieht auch ordentlich ab in die Tiefe. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es ist, was aber hier reingegangen ist und warum ich hier stehe, ist die Regenbogenforelle. Die wurde nämlich gerade als Trophy gefangen. Also direkt hierhin. Der Akruso hatte hier gerade schön seine Regenbogenforelle gefangen. Als Trophy. Richtig, richtig nice. Hoppala. Und ja, das testen wir doch gerne hier. Am Tag zuvor war es allerdings 1 Grad kühler in der Durchschnittstemperatur. Das heißt, da hatten wir es leicht bewölkt und es war ja um die 11 Grad. Genau, 11 Grad, der absolute Klassiker. Also, wenn Koori, dann 11 Grad. Heute soll es so ungefähr 12 Grad sein. Ich hoffe, es klappt trotz allem noch so einigermaßen gut. Aber wie gesagt, 12 Grad ist eigentlich immer, ja, eigentlich schon fast zu viel. Ne? 11 Grad ist eigentlich immer so der beste Wert. Oder drunter. 11 Grad und kühler kann man gerne machen. Das absolut Geniale, ich stehe jetzt hier seit ein paar Minuten und zack, 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 sind sofort die ersten Brocken schon wieder reingegangen hier. Viel Kleinkram, denn ich bin aber auch mit einem sehr, sehr kleinen Köder unterwegs. Auf diesem kleinen, feinen Köder ist die Trophy bei ihm wohl reingegangen. Und das probieren wir doch auch mal direkt. Ich gucke auch gleich vielleicht nochmal in die Rekorde, vielleicht steht da ja sogar was drin. Das wäre natürlich genial. Da vorne sehen wir es auch schon kommen. Ei, 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 ei. Alter, das ist ja ein richtiger Brocken. Ist das ein großer Brocken? Ja, lecko funny. Ja, lecko funny. Ich dachte erst, was ist das denn für ein Riesen, Hecht? Nee, es ist eine riesengroße Sefo, die hier die ganze Zeit eskaliert. Hammer, hammer, komm ran hier. Hey, 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 hey. Tadada! Ist das der Hammer? Schön die Sefo, ratzfatz. Und das nach so kurzer Zeit und so vielen kleinen Fischis hier. Zap, 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 zap. Ja, ihr seht, 2 Minuten hier geangelt, dann kam der Einschlag, jetzt hier 5 Minuten gedrillt das Ding und endlich reingekommen. Also direkt wieder raus mit dem Köder. Zum Glück habe ich gerade noch kurz vorher, also exakt vor diesem Fisch, die Schnur nochmal stärker gemacht. Denn ich war hier nur mit 7,6 Kilo Schnur unterwegs. Das ist ja der Oberhammer. Hammer, hammer, hart, ey. Also, guter Einstieg, kann man noch so machen. Und ich teste jetzt hier weiter, einfach schön entspannt mit dem sehr kleinen Topwater-Köder. Und bin gespannt, was jetzt hier alles so reingeht. Also, guter Anfang, schon mal eine Sefo als Trophy, gar nicht so schlecht. 10,5, passt. Und jetzt einfach hier weitermachen. Ihr seht, ich komme gar nicht so weit raus, denn ich bin hier mit einem komplett verkehrten Setup. Das hatte ich gerade noch so einigermaßen zur Hand, habe das nur so ein bisschen umgestellt und einfach mal jetzt ein bisschen probiert, was denn gerade so geht. Ich sag mal, ein idealeres Setup wäre zum Beispiel das Setup, ja, mit der Karma Mächter. Also das Setup, was ich im Video auch empfohlen habe, was kaufen ab Level 20. Ich verlinke das am besten nochmal, reinschauen da. Also ab Level 20 dann in Kombination mit der HSV. Die Mächter und dann läuft das hier deutlich besser. Auch natürlich dann eben vom Wurfgewicht, dass man da weiter raus kann. Aber so richtig weit raus müssen wir gar nicht, denn wir sind ja mit dem Boot hier unterwegs. Und wenn wir hier stehen, ich stand gerade hier, jetzt mittlerweile treibe ich hier wohl so ein bisschen auch weg, aber hier stand ich gerade und habe hier so übers 13er geworfen. Ich glaube, ich fahre auch gleich nochmal wieder ein bisschen zurück oder ich werfe gleich einfach ein bisschen anders. Und dann geht das doch bestimmt weiter. Aber ihr seht, zack, 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 einer nach dem anderen. Kleine, ja, absolut. Viele, viele kleine. Jetzt nochmal hier so zum 13er werfen. Gucken, was da kommt. Was halt richtig genial ist, ne? Am Koori immer wieder ist einfach dieses super klare Wasser.
Man sieht einfach, wie die Fische hier angeschossen kommen. Zack, runterschießen und dann kann man da reingehen. Und es gehen tatsächlich ja wieder, auch immer wieder auf diese ganz kleinen Köder auch immer mal wieder die Brocken rein. Also von daher, ja, es ballern natürlich viel auch die kleinen Fische drauf. Aber wenn man hier die Chance hat, zack, auch mit diesen kleinen Ködern die großen zu ziehen. Ja, und so eine große Sefo ist auch schon mal ein ganz gutes Ding. So eine 10 Kilo Regenbogen würde ich auch noch mitnehmen. Dann testet man das doch. Einfach mal ausprobieren, was so geht. Ich fahre aber, glaube ich, gleich doch noch ein bisschen wieder zurück. Also nochmal schön drauf auf das 13-Meter-Loch. So, nochmal ein bisschen zuppeln. Wo kommt der Wind her? Ja, der kommt genau aus Nordost und treibt mich halt hier so ein bisschen weg. Ich glaube, das war's. So, wir fahren mal eben kurz rum. Anker lichten. Kurze Wende sozusagen. Da muss man ja, glaube ich, gar nicht weit hin. Einmal so. Kurz auf die Map gucken. Ja, jetzt noch ein Stückchen geradeaus und dann können wir einfach nach hinten werfen. Genau, so passt das doch schon wieder. Zack, Anker schmeißen, Motor aus, nochmal ein bisschen was snacken. Und dann können wir uns auch wieder hinstellen, sehr angenehm. Und werfen natürlich da in Richtung von diesem Wasserfall. Und soweit es geht, einfach raus. Oder halt hier diese, was sind das, 10 Meter vielleicht oder noch nicht mal ganz. Einfach auswerfen und dann ein bisschen rumspielen. Einfach mal gucken, 2-3 Mal zuppeln. Und gucken, ob da schon reagiert wird. Ich hatte auch schon Bisse einfach nur direkt nach dem Aufschlag auf der Oberfläche. Zack. Und dann rasselt es hier auf einmal rein. Und ja, das ist natürlich jetzt immer die große Frage. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen Wetterveränderung. Leicht bewölkt wieder. Was da am ehesten oder was da am besten jetzt gleich funktioniert. Gleich natürlich auch noch ein bisschen andere Köder testen. So, jetzt tatsächlich sogar richtig bewölkt wieder. Also so, zack, und dann geht's weiter. So war auch gerade das Wetter beim Einschlag mit der Regenbogenforelle. Jetzt ist natürlich die Frage, wo genau ist der Fisch eingeschlagen? Ne? Das ist natürlich immer ein bisschen schwer zu sagen. Rund um das 13-Meter-Loch ist natürlich ein relativ weiter Begriff. Aber was man sagen kann und was man ja schon deutlich merkt, ist, ballern hier einfach die Brocken rein, ne? Und wenn jetzt hier auch zwischendurch einfach mal, wie gesagt, die Großen reingehen, alles tipptopp. Andere Möglichkeit wäre natürlich hier einfach nochmal eine Nummer größer zu gehen, selbst von dem Köder. Wenn das doch hier so gut geht, dann auch einfach mal mit dem Topwater auch eine Nummer größer gehen und testen. Wieder eine andere Möglichkeit, wenn man vielleicht vom Setup her noch nicht so richtig groß unterwegs ist. Wobei so 10 Kilo plus am Koori ist schon wirklich vorteilhaft. Sich alleine nur mit dem Belaya-Setup hier hinzustellen, keine wirklich so smarte Idee, denn man farmt deutlich mehr Verschleiß, als man da richtig an Kohle macht. Ha, so richtig effektiv ist das Belaya-Set halt eher an der Belaya und von daher sollte man das vielleicht auch eher nur da nutzen oder eben auf Fische, die ähnliche Gewichtsklassen haben und ja, wenn man jetzt hier zum Beispiel auf dem Setup so eine 10 Kilo Regenbogenforelle drauf hat. Und wenn es auch nur eine 5 Kilo Regenbogenforelle ist, die gehen halt richtig, richtig steil. Ist zwar ein geiler Drill, kann man gerne mal mitnehmen, aber ja, so richtig effektiv ist halt anders. Also, ich nehme nochmal ein bisschen andere Köder. Wir sind ja jetzt gerade hier relativ gelb-rötlich unterwegs. Das heißt, ich gehe jetzt hier auch nochmal auf einen ähnlichen Oberflächenköder. Und was ich gleich auch noch ändern muss, ist an dem einen Köder, zack, der nächste, die Haken. Ich hatte gerade den Eindruck, dass ich eigentlich kaum irgendwie viel ändern konnte. Ich glaube, die Haken, ich weiß nicht, ob die gar nicht so viel aushalten, die ich drauf habe. Das sind relativ kleine Achterhaken. Und vielleicht sollte ich die dann doch nochmal ein bisschen upgraden, dass da die Action Bar nicht die... ja, die Tragfähigkeit des Hakens anzeigt, sondern wirklich dann der Schnur bzw. des Vorfachs, je nachdem, wie du halt unterwegs bist. Ich würde hier gucken, dass man schon, gerade wenn man hier stehen bleibt, ausreichend Schnur eben auch drauf hat,
Wenn man hier mit weniger Schnur unterwegs ist, dann auf jeden Fall gucken, dass man sich schon mal vorbereitet, dass man klarkommt, dass man weiß, alles klar, ich brauche auf jeden Fall einen freien Slot hier für die Routenhalter, dass man dann zur Not eben die Route eben auch ablegen kann. Das heißt, hier zack, einmal ablegen und dann natürlich auch die Route hier reingezogen. Ich habe sie jetzt auf der 1 liegen, dass man wieder greifen kann. Das heißt also dann startklar sein, wenn dann so ein fetter Fisch reingeht und ihr könnt den nicht halten und ihr merkt, ihr werdet leer gezogen, weil ihr hier gerade steht. Ja, zack, ab ins Boot damit, dann hinsetzen, dann Motor anmachen, in den Trollinggang, Anker lichten und sofort wieder zurück und in den Drill. Und dann hinterherfahren, hinterherfahren, lenken, ranziehen und so weiter. Ich mache natürlich jetzt hier alles wieder aus, denn ich kriege die ja momentan noch ganz gut reingezogen. Ja, aber so gar nicht schlecht. So kann man das, glaube ich, ganz gut machen. So, wieder hinstellen und weitermachen und weiter testen. Also eine ganz geile Idee, hier auch einfach mal wieder mit diesem kleinen Köder lang zu ziehen. Oder eben auch zu schleppen, ne? Einfach hier am 13er entlang, hier die Area, also gerade diese Kantenbereiche, immer wieder interessant, dass man hier eben auch diese Bereiche dann abschleppt und probiert und testet und versucht, was denn da noch alles so reingeht und das auch gerne, wie gesagt, mal hier mit diesen Poppern, diese ganz kleinen Popper, oha, hier sind sogar richtig große Haken drauf, die hatte ich gerade nicht, ich hatte jetzt gerade hier den 005er, den gucke ich mir jetzt gerade nochmal eben an. Der Popper in 4 Gramm 005. Es gibt die übrigens auch eine Nummer größer. Das sind die 7 Grammer. Und was eben auch gerne immer wieder genommen wird, sind hier die Popper in 11 Gramm. Auch die werden natürlich immer wieder gerne verwendet. Die sieht man häufiger. Und diese mit 7 Gramm, die sieht man relativ selten. Aber auch das durchaus eben nochmal eine Option, das zu testen. Ich gehe jetzt hier gerade nochmal eben rein und ändere mir, glaube ich, diese Haken mal ab. Das ist natürlich immer ganz nice und auch wichtig, dass man die fürs Ultralight oder Lightangeln verwenden kann. Aber wenn man hier hochwertigere Haken auch drauf hat, dann läuft das Ganze natürlich auch besser. Wenn ich denn welche habe in der passenden Größe, da muss ich mal eben schauen, dass ich da was Passendes habe. So, ich glaube, ich gehe da einfach mal eine Nummer größer rein, vom 8er auf einen 6er Haken. Das ist immer noch ein ganz gutes, ja, naja, vielleicht so ein bisschen übertriebenes Verhältnis, rein optisch alleine schon. Wir könnten hier hoch bis zu einem 2-0er, das ist tatsächlich massiv übertrieben. Wenn wir hier einen 2-0er Haken drauf machen würden, das wäre dann so etwas hier, aber das ist theoretisch zulässig für diesen Haken. Also, soll damit funktionieren. Mache ich, glaube ich, nicht. Sieht ein bisschen sehr weird aus. Einserhaken groß. Selbst ein Einserhaken groß ist schon Katastrophe. Ich bleibe mal beim Sechser. Ich denke, den Sechserhaken ist auch ganz passend hier. Auch so für die Frequenz und alles. Das sollte ganz gut gehen. Also, hier nochmal ein bisschen mehr Power rein. Ein bisschen größeren Haken. Wobei der jetzt, wie gesagt, hier die Trophy war gerade auf diesen kleinen 8er Haken. Ne? Also auch das funktioniert. Klein und fein. Und trotzdem hat es dann ordentlich hier reingeballert. Und jetzt eben wieder ein bisschen probieren. Zack, da kommt der nächste schon. Das ist einfach, wie gesagt, das Allerbeste hier am Koori. Guck mal hier, schön die Eschen gehen sogar auch noch mit drauf. Richtig, richtig nice. Man sieht, wie die Fische auf Entfernung angeschossen kommen. Manchmal sogar nur von unten kurz aufgetaucht, zack, und dann wieder runterschießen. Sehr, sehr nice. Übrigens, wenn ihr Probleme habt mit dem Topwater, dass der Fisch relativ schnell wieder ausschlitzt. Natürlich sind die Qualitäten des Hakens entscheidend, aber vielleicht auch da nochmal ein bisschen probieren, dass ihr vielleicht anfangs die Bremse richtig schön locker lasst. Jetzt natürlich die Frage, ballert mir jetzt hier gleich ein schön großer Fisch rein? Ich sag mal weniger gerade, aber so, jetzt zieht er gerade runter. Das heißt, der Fisch kommt hoch, beißt den Köder, dreht sich um und zieht runter. Wenn ihr anschlagt, wo er gerade beißt, passiert es gerne mal, dass er ausschlitzt. Also von daher gucken, wenn er dann nach unten gezogen ist, dann einfach die Bremse wieder hochziehen, mit dem Fisch dran. Und dann natürlich beim Auswerfen, zack, wieder Bremse einfach runterziehen, irgendwie auf locker.
3, 4, 5 oder sowas. Zack, er geht nach unten, dreht sich oben, wieder schön nach oben ziehen und das läuft. Die Probleme hatte ich am ehesten beim Hechtangeln. Als ich damals in dem Levelbereich war, wo ich die Topwater gerade frei hatte und dann da schön auf Hecht gegangen bin, da hatte ich am ehesten, wie gesagt, die Probleme, dass beim Hecht, der ja relativ lang ist, sich dann vielleicht noch ein bisschen länger, ja, der braucht einfach länger, bis er sich umgedreht hat, in die Tiefe gestürzt hat. Und da war das dann häufiger, dass er es ein bisschen aus, oder dass die eher mal ausgeschlitzt sind im Umdrehen, nach dem Anschlag. Und das kann man so halt so ein bisschen umgehen. Also, wenn man da einfach die Bremse locker lässt und wenn man sieht, okay, der Fisch ist jetzt umgedreht, zack, jetzt zieht er nach unten, dann ranhauen und dann ist das Ding auch im Kiefer drin und dann ziehen wir den Fisch einfach wieder raus. Ja, Frequenz sensationell, größentechnisch natürlich noch nicht so der Hammer, weil eben hier mit diesem sehr kleinen Köder auch sehr viel kleine Fische gelockt werden, aber wie gesagt, auch hier werden eben Trophies mitgefangen. Und eine Möglichkeit, um zu gucken, was denn hier für Trophies oder welche Köder mit welchen Trophies hier gefangen werden, ist natürlich auch nochmal hier in der Rekordliste. Und da könnte man tatsächlich aufs Koori, auf dem Koori hier bleiben. Man muss nicht mal in die wöchentlichen reingehen und geht dann hier vielleicht auf Ultralight. So, dann habt ihr hier schon mal einen kleinen Überblick, was denn hier funktionieren könnte an Köder. Guck mal hier, der Möb hier tatsächlich auch den auch schon wieder verwendet. Die Bachforelle, super selten hier. 2 Kilo hier in den Rekorden. Ihr seht, wie super selten dieser Fisch hier ist. Lohnt sich auch nicht gezielt darauf zu gehen, sondern einfach, ja, vielleicht irgendwann mal mit Glück fangen. Wenn ihr die wollt, dann natürlich ab zur Belaya. Da lübt das Ganze. Regenbogenforelle wollen wir. Auch hier im Ultrabereich. Na guck, Acruso, da ist er sogar drin. In den All-Time-Records. Glückwunsch, Alten. Richtig, richtig nice. Ja, mit diesem Köder jetzt gerade von heute frisch reingeballert. Sehr, sehr nice. Aber eben auch hier diese ganz kleinen. Ne? Dreier. Hier der 008er. Dodger Crank. Der 10er. Der ist sogar, glaube ich, UL. Na, das könnte sogar knapp werden, ne, vom Wurf. Aber eben auch hier die kleinen Spiker. Also wirklich auch die kleinen 3, 4 Gramm schweren. Jetzt gucken wir hier gerade nochmal rein bei den Seefos. Auch der braune immer wieder mit dabei. Bis hin 14, 15 Kilo. Krass. Dann haben wir hier auf den Saibling auch immer wieder hier der Dodger Crank. Das sieht auch schon mal ganz gut aus. Und beim Seesaibling Kuorski tatsächlich. Wow, einer der kleinsten und feinsten Köder mit hier, Snowflake in Blau und eben auch hier wieder die ULF-Crank-Serie. Ja, auch die immer wieder richtig lohnenswert, hier in verschiedensten Formen immer wieder vorhanden am Koori. Auch übrigens schon seit Jahren immer wieder mit dabei, auch wo das Gewässer noch umgebaut war, hier ist er auch wieder ULF. Also die kann man sich echt mal gönnen und dann auch da vielleicht nochmal einen etwas anderen Haken dran machen und dann gib ihm ULF. Gucken wir nochmal eben rein. Da ist die gesamte Serie. Zap, zarab. Ich sag mal hier ein Klassiker, ne? Absoluter Klassiker. Ich guck gerade mal rein hier, Details. 4er Haken hier sogar drauf gemacht. Ziemlich großes Ding, aber wir wollen ja auch die großen Brocken auf den super kleinen Fisch. Und das dann eben auch hier probieren mit solchen kleinen. Gehen wir mal hier so rüber, dann sieht man da unten den Text auch nochmal. Denn wir wollen ja hier im Idealfall twitchen. Und auch das hier wieder mit Shift und Tempo 50. Einfach nur ganz kleine Bewegung. Locker durchziehen. Würde ich, glaube ich, auch am ehesten machen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Schleppen hier so effektiv ist. Wobei theoretisch könnte man, glaube ich, auch damit einfach schleppen. Also, wenn man hier mit ganz kleinem Setup unterwegs ist, einfach mal probieren eben auch hier auf die sogenannten Ultralight-Köder, auf diese ganz kleinen Köder, ob die nicht auch was sind eben fürs Schleppen, für dieses Gewässer. Denn häufig wird am Koori einfach zu dick und zu mächtig geangelt und dann wundern sich alle, dass sie hier nichts fangen. Ganz wichtiger Punkt und heute jetzt oder jetzt gerade ja auch schon mehrfach angesprochen, wir haben hier super klares Wasser, bedeutet also Fluorocarbon, nicht zu dick reingehen, dass man eben hier nicht wirklich viel verscheucht. Ja, und dann eben versucht, super fein
oder eben auch klein die Fischis zu locken. Und ja, einer der Kandidaten, der wirklich schwierig ist, der Seesaibling Kuorski, ja, der springt da tatsächlich weniger oder dem ist das wohl nicht so wirklich wichtig. Also den, wenn man den auf den Aus ist, da könnte man tatsächlich auch ein bisschen größer reingehen. Dem ist das ein bisschen wurscht. Aber der ist ja auch so selten, wenn man den zwischendurch als Beifang hat. Ja, freut man sich natürlich. Hoppala, und der nächste. Freut man sich natürlich über jeden Brocken, der da reingeht. Das ist die nächste Sefo. Ein bisschen größer, aber noch lange nicht Trophy-Gewicht. Ich denke mal, die wird so vielleicht um die 5 Kilo vielleicht haben. Die sah jetzt nicht ganz so riesig aus. Aber halt richtig schön runtergeschossen wieder. Oder noch nicht mal, 3,4 sogar. Sehr, sehr nice. Also, es funktioniert mit den verschiedensten Poppern. Einfach mal hier schön am Koori mit den Oberflächenködern. Zack, und der nächste. Einfach wieder geil. Einfach der Hammer, wie die halt ankommen. Zapp. Und dann macht das halt auch Bock. Man hat hier eine richtig gute Frequenz. 26 Minuten jetzt hier, 29 Fische auch schon im Kescher. Ja, minus 5 Minuten Drill könnte man ja eigentlich, zack, und der nächste könnte man ja eigentlich sagen, weil das ist natürlich jetzt noch nicht so der Hammer. Aber, und das hat man jetzt hier auch gerade schon wieder gesehen, viele, die eben auch unmaßig sind. Und auch hier ruhig die Unmaßigen verkaufen, denn am Koori haben die unmaßigen Fische mit die höchsten Preise. Also auch von daher alles einfach mitnehmen und dann leer machen hier die Taschen und ein bisschen Silber machen am Koori mit den verschiedensten Köder. Soll ich nochmal einen kleinen Spinner testen? Komm, ich werfe nochmal einen kleinen Spinner raus. Einen Spinner, den auch, glaube ich, fast jeder in den Taschen hat, weil er an der Belaie angelt. Das ist hier der Simon in, ja, was ist das? So ein Neon-Gelb-Grün. Und den testen wir natürlich auch nochmal. Wobei das jetzt, glaube ich, ein bisschen schnell ist hier. Da kommt noch einer an. Jawohl. Wieder eine Esche hier. Gar nicht schlecht. Auch das gerade, das ist etwas, was super am Koori funktioniert. Ne? Durchziehen, 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 durchziehen. Pause lassen, absinken lassen. Ganz, ganz, ganz wichtig, auch wenn ihr hier mit Blinkern unterwegs seid. Diese Absinkphase triggert immer wieder richtig hart hier rein am Koori. Man kann sogar fast den Bügel nochmal wieder aufmachen und nochmal wieder absinken lassen, nochmal tiefer runtersinken lassen. Denn ja, man kommt durch weitere Spots während dieser Absinkphase, kann dann währenddessen vielleicht dann nochmal wieder hochziehen. Also durchaus einfach mal richtig heftig rumspielen hier mit den Ködern. Also die Bewegung der Köder im Wasser richtig damit rumspielen. Einfach mal solche Wellen machen, kurz ranziehen. Das funktioniert dann, wie gesagt, auch mit den Blinkern richtig gut. Ich hatte ja mal über eine Stunde langes Tutorial gemacht zum Spinning allgemein. Spinning Tutorial total oder sowas in der Art, auch auf dem Kanal zu finden. Also alle Spinning-Methoden hier am Koori, gerade weil man hier eben die Führung sieht. Einfach mal testen, wie verhält sich denn der Köder, wenn ich Stop and Go mache? Was macht der Blinker? Wie stürzt der runter? Und so weiter. Also da einfach mal ein bisschen drauf achten, gerade hier, wo das Wasser so klar ist. Kann man das super machen und testen. So, ich spiele jetzt hier einfach noch ein bisschen rum. Ich suche mir jetzt noch 2, 3 andere Köder, teste jetzt hier noch ein bisschen, spiele hier einfach noch ein bisschen rum und hoffe natürlich auch auf die Regenbogenforelle. Das wäre natürlich der Oberhammer. Vielleicht finde ich die auch eher da hinten oder da hinten oder da. Wir werden sehen. Petri Lümmels zieht raus die Brocken. Toi, toi, toi. Und ja, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen. Kanal abonnieren, gefällt mir. Hilft mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch und gleichzeitig auf YouTube. Immer um 19 Uhr. Bis dahin.